Johannes Buhlmann, Olbendorfer Weg 70, USE 15051. 13403 Berlin, 2015, 18. März, an die Staatsanwaltschaft. Fax Berlin 591 STVK 35914 Vollzug, 592 STVK 15015 Vollzug, 593 STVK 23914. Strafanzeige wegen Erfüllung Paragraph 263 oder 266 StGB, Betrug oder Untreue gegen Frau N.R. Beschäftigungstherapeutin KMV Berlin, 1. TVA Willem Sanderhaus. Sachverhalt, siehe auch Anlage. Im Oktober 2014 erhielt ich von der Beschuldigten im Rahmen der Arbeitstherapie vorbereitenden Beschäftigungstherapie die Erlaubnis, diverse Tongegenstände zu meinem persönlichen Eigentum anzufertigen. Im Allgemeinen war es zu jener Zeit üblich, den therapierten Patienten ohne Kostenbeitrag die Anfertigung von Gegenständen zum persönlichen Eigentum zu gestatten. Man rühmte die beiden jungen Damen der Beschäftigungstherapie für diese im Rahmen des KMV Berlin ungewöhnliche Menschlichkeit. Als die Beschuldigte erkannte, dass meine Töpferei einen gewissen über das gewohnte Maß hinausgehenden Umfang annahm, bemerkte sie gelegentlich, jetzt müsse ich aber doch einen Kostenbeitrag leisten, welcher Forderung ich ohne weiteres zustimmte. Nunmehr weigert sich die Beschuldigte, die Gegenstände überhaupt herauszugeben. Sie will mir diese also wegnehmen, ohne dass sie dazu berechtigt wäre. Ein absolut musterhaftes Verhalten im Umkreis der kriminellen Vereinigung KMV Berlin, in der deutschen Psychiatrie allgemein, soweit sie mir bekannt ist. Es hinterlässt bei dem Geschädigten, bei der Geschädigten stets ein Gefühl der wütenden oder resignierenden Ohnmacht, ansehen zu müssen, wie widerrechtlich in ihr sein persönliches Eigentum eingegriffen wird, ohne dass er sie etwas dagegen unternehmen könnte. Zumal es sich stets um geringwertige Sachen handelt, an denen einer eines Herz hängt, die also stark emotional positiv besetzt sind. Das bewirkt natürlich das exakte Gegenteil dessen, wofür so ein kostspieliger Strafvollzug wie das KMV von der Gesellschaft unterhalten wird, nämlich Zerstörung der Persönlichkeit, nicht anders als in einem Konzentrationslager. Statt ihres Aufbaus zur Verhinderung weiterer Straftaten und macht also die Geschädigten zum Opfer. Ich stelle Strafantrag. Ende.